Die ländlichen in Österreich. Eine Musslektüre für jeden Pferdefreund. Bestellen kann man dieses Buch ganz einfach auf www.dieländlichen.at. Sie waren einst unentbehrlich und auch das sichtbare Zeichen für einen gewissen Wohlstand ihrer Besitzer. Pferde, also die Tiere, auf deren Rücken laut eines Spruches alles Glück dieser Erde liegt. Als wichtigste Arbeitshilfe der Bauern wurden sie längst von modernen und technisch hochentwickelten Maschinen in die Pferdepension geschickt. Aber es gab und gibt Menschen, denen die Liebe zu diesen edlen Rössern nie abhanden gekommen ist. Und so wurde im Jahr 1949 der erste ländliche Reitverein in Trofeiach gegründet. Daraus entstand im Laufe der Zeit der ländliche Reit- und Fahrverein, der in allen 9 Bundesländern Österreichs vertreten ist. 1957 kann als Meilenstein in der Geschichte des ländlichen Reit- und Fahrsports in Österreich bezeichnet werden. In diesem Jahr fand im steirischen Gröbming die erste Bundesmeisterschaft der ländlichen Reiter statt. All diese interessanten Geschichten rund um die ländlichen, wie es in der Kurzform heißt, kann man in dem top-informativen Nachschlagewerk von Lois Kaltenböck und Christine Klug nachlesen. Für Liebhaber der wunderschönen Tiere ist es eigentlich ein Muss, dieses Buch im Regal stehen zu haben. Noch nicht in diesem Pferdeklassiker enthalten ist das, was ich vom 30. August bis 1. September 2019, also genau 70 Jahre nach der Gründung des ersten ländlichen Reit- und Fahrvereins im Pferdezentrum Stadl-Paurer abspielt. Ja, da hüpft natürlich mein Herz höher, das ist ganz klar. Diese Veranstaltung ist wie gemacht für das Pferdezentrum Stadl-Paurer. Die 3 österreichischen Hauptrassen, das österreichische Warmblutpferd, die Norica und die Haflinger Pferde, messen sich in 4 verschiedenen Disziplinen. Im Dressurreiten, Springreiten, Fahren, im Holzrückeln. Das ist genau das Richtige für das österreichische Pferdezentrum Stadl-Paurer. Und wir waren überrascht, wie wir die Nennungen gesehen haben. 430 Pferde. Wir haben gesagt, wie werden wir das schaffen? Dressur, Springen, Holzrücker, Gespannfahren. Wir sind von 7 Uhr in der Früh bis 8 Uhr am Abend im Lauf des Geschehen und Sie sehen, wir sind auch jetzt noch nicht fertig, obwohl das natürlich jetzt schon ein bisschen lange wird. Die Ehrung hat halt lange gedauert, aber es sind verdiente Funktionäre gewesen und die muss man auch vor den Vorhang holen. Die angesprochenen, etwas länger dauernden Ehrungen finden im Rahmen eines Festabends in der Reithalle des Pferdezentrums Stadl-Paurer statt. Bei der Brauchtumspräsentation im Rahmen der Feier 70 Jahre ländliche Reiter und Fahrer Österreich bekommen die vielen Gäste einen Einblick in das, was die vierbeinigen Freunde des Menschen zu leisten imstande sind. Mensch und Pferd demonstrieren dabei ihr zum Teil blindes Verstehen und dies in der Praxis sehr oft auch im Sinne einer intakten Umwelt. Ja, speziell beim Norica muss man sagen, der ist jetzt immer wieder mehr im Fokus als Arbeitspferd, Holzrückepferd, aber auch in Biolandwirtschaft, im Weinbau, in den Rosenschulen, überall dort, wo der Boden geschont werden soll, wo der nicht zerfurcht werden soll, sondern einfach gearbeitet wird, nur betreten von den Pferden, aber nicht zerstört. Bei den österreichischen Bundesmeisterschaften. Diese Bewerbe finden natürlich großteils im riesigen Freigelände des Pferdezentrums Stadl-Paurer statt. Aber auch beim Festabend springt einem eines ins Auge. Die vielen jungen Menschen, die sich für Norica, Haflinger und Warmblutpferde begeistern. Ja, das ist richtig, weil der Norica einfach so ein charakterstarkes und gutmütiges Pferd ist und in der Freizeitwirtschaft und vor allem auch im Breitensport verwendet wird und für Anfänger. Er ist einfach leicht zu handeln, er ist auch nicht so schwierig im Umgang und das macht ihn einfach zu einem, so einem tollen Pferd, für, auch für junge Leute. Ja, das ist natürlich eine tolle Sache, weil wir haben auch die Aufgabe, die Jugend fördern und fordern. Aber man muss natürlich auch eines klar sein, das ist heute eine Geldsache. Es müssen auch sehr viele Eltern voll dahinter stehen, weil sonst würde das auch nicht hinhauen. Man muss dankbar sein, dass so viele Eltern sich bemühen, mit Kraft, mit Energie zu ihren Kindern zu stehen und diesen Sport auch fördern. Seinen Beitrag dazu trägt mit Sicherheit
auch das Agrarbildungszentrum Lambach bei. Richtig, wir haben ja die landwirtschaftliche Fachschule Pferdewirtschaft, aber auch Horse Management and Economics, und das sind junge Leute, die dann 6 Jahre und dann die Matura machen, aber hauptsächlich eben auch Pferdewirt werden, aber nebenbei natürlich auch eine andere gute Ausbildung bekommen, und das wird immer mehr, also der Ansturm wird immer größer. Damit zurück in die Reithalle und zum Festabend. Unter den vielen Besuchern natürlich auch sehr viele Ehrengäste, wie etwa Olympiasiegerin Sissi Max Theurer oder die Präsidenten und Obmänner großer Pferdevereine und Organisationen. Die gesamte österreichische pferdewirtschaftliche Prominenz ist hier vertreten. Diese 70-Jahr-Feier der ländlichen Retter und Fahrer Österreichs lässt sich niemand entgehen. Und so freuen wir uns auf einen Brauchtumsabend, der die vielfältigen Einsatzbereiche des Pferdes, glaube ich, ganz, ganz toll präsentieren wird. Ja, das kann sich wirklich sehen lassen. Stadlbauer ist geeignet für dieses Ereignis. Wir sind stolz, dass wir 70 Jahre ländliche feiern können, und ich als Obmann von den Oberösterreichischen bin sehr, sehr froh, dass alles so super abläuft da und dass der Wettergott uns auch beschert hat und dass eigentlich alles passt da herunter. Wir feiern ja heuer 70 Jahre ländliche, das heißt, die Vorfahren von uns, die haben sich ja einen Gedanken gemacht, was machen wir mit den Pferden, die Pferde werden in der Landwirtschaft nicht mehr gebraucht, und was geht weiter? Da haben sie diese Menschen, diese drei Grundsäulen vorgestellt, der Sport, Brauchtum und Zucht. Und ich glaube, zurzeit verwirklichen wir das wirklich ganz toll. Wir haben dieses Turnier nur mit A-Pferden, nur mit österreichischen Pferden, gezüchteten Pferden. Und ich glaube, das ist zu diesem Jubiläum sehr toll. Wir haben natürlich über 28.000 Mitglieder, und wir müssen auch diese Pferde Fans und Reiter betreuen, die nicht österreichische Pferde haben, aber das werden wir dann wieder im nächsten Jahr machen. Wir freuen uns natürlich, dass diese große Veranstaltung, die 70-Jahr-Feier, hier in Stadlbauer stattfindet, und als österreichischer oberster Zuchtvertreter, der ich sein darf, freut es mich natürlich ganz besonders, weil heute ausschließlich nur österreichische Pferde hier Verwendung gefunden haben, und das ist natürlich für uns ein glücklicher Tag. Glücklich darf man aber nicht nur über das sein, was an diesen drei Tagen und da im Besonderen beim Festabend 70 Jahre ländliche Reiter und Fahrer Österreich Brauchtumspräsentation den vielen Pferdefreunden präsentiert wird. Denn im Pferdezentrum Stadlbauer kennt man das Wort Urlaub anscheinend nur vom Hörensagen. Indem wir 47 Wochen in dem Jahr Veranstaltungen haben, kann man sagen, eigentlich rund um die Uhr, 200 Veranstaltungstage. Gerade der Herbst ist ein heißer Herbst bei uns. Beginnend mit dieser Bundesmeisterschaft der Ländlichen geht es jetzt weiter zur österreichischen Friesenzuchtschau. Danach ganz wesentlich für uns die Norica Hengstkörung und das Norica und Haflinger Bundeschampionat, das AWÖ-Bundeschampionat, das Fest des österreichischen Mammblutpferdes vom 20. bis 22. September. Und dann geht es noch in einen sportlichen Herbst mit Dressuren, Springturnieren. Also es wird uns nicht langweilig hier. Langweilig wird auch den Besuchern des Festabends nicht. Ehrungen verdienter Funktionäre und Funktionärinnen und Shows mit den Vierbeinern lösen einander ab. Hier noch ein paar bewegte und bewegende Bilder von der Jubiläumsveranstaltung 70 Jahre ländliche Reiter und Fahrer Österreich im Pferdezentrum Stadlbauer, die so ganz im Zeichen von alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde steht.